Hallo, ihr draußen, willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Ich bin auf Gamma D und spiele eine Runde Survival Games. Ja, ich spiele mal wieder mit Shaders. Kam ja gestern relativ gut an. Kam auch recht viele Likes auf das Video, aber auch ein schöner Dislike-Bot war korrekt auf jeden Fall von derjenigen Person, oh, von der Person, die das gemacht hat. Ich denke nur so, wer es nötig hat. Ich würde mich auf jeden Fall in diesem Video noch viel, viel mehr über eure Unterstützung mit einem Like, ja, freuen. Wäre auf jeden Fall korrekt von euch, denn das ist jetzt echt wichtig, gerade wenn aufs Video dann da wieder hier 40 Dislikes oder so kommen, wie es ja war. Oh Gott, fast das Schwert nicht bekommen, das wäre echt fehlerhaft gewesen. Egal, haben schon mal gute Rüstung und ein Schwert, das läuft doch, würde ich sagen, da läuft der Hase. Aber mal richtig, richtig fresh hier. Ich muss leider mit einer anderen Maus spielen, meine Maus ist kaputt gegangen, beziehungsweise wieder die Maus, die ich mir vor ein paar Wochen mal in Hannover gekauft habe. Und mit der ich einfach null zufrieden war. So. So. Und jetzt muss ich mit der aber spielen, weil ich gerade keine andere Maus habe. Da hängt sich mein Minecraft auf. Bedeutet, Ton könnte leicht... leicht asynchron sein. Also nicht der Ton von meiner Stimme, sondern der Ton von Minecraft-Geräuschen. Irgendwie mit Shader ist es mit der Maus richtig hammerhart schwer, ey. Leute, Leute, Leute von heute hier, das ist echt, das geht ja gar nicht mal. So, haben wir einen Helm. Gut, nice, fresh. So, und dann laufen wir mal hier raus. Da ist keine Truhe. Mir wurde schon ein paar Mal geschrieben, dass das Haus gar nicht so überpowered ist, sondern eher lau. Ich finde es eher nicht so, aber okay. Fehlt irgendwie noch eine bisschen bessere Chestplate. Das wäre noch ganz fresh. Ich glaube, ich werde die Runde so verkacken. Ach, guck mal, kann ich gerade nichts essen. Und angeln kann ich überhaupt noch nicht mit der Maus. Ah, da war ja eine bessere Chestplate drin, das ist doch geil. Angeln kann ich mit der Maus überhaupt noch nicht, weil ich das mit dem Scrollen nicht so auf die Kette bekomme. Da muss man ja immer im richtigen Moment dann quasi aufhören zu scrollen. Und das ist nicht ganz so leicht mit der Maus. Da muss ich mich erstmal noch dran gewöhnen. Aber ich gehe davon aus, dass es wird... Dass das alles mit der Zeit wird. So Full Iron ist doch schon mal ganz, ganz fresh, würde ich sagen. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr ein Survival-Projekt auf... Ah, nein. Das ist jetzt nicht so geil. Das hat ein Eisenschwert. Ich mache jetzt einen Shader raus, weil die Maus ist eh schon so ein Handicap gerade. Ich versuche den zu töten dadurch. Wenn ich hier runter springe, dann kassiere ich Fallschaden. Aber heftig. Obwohl, wenn ich da hochspringe, dann könnte ich es eigentlich überleben. Der müsste eigentlich mal auf die andere Seite vom Feuer kommen. Wenn er auf die andere Seite vom Feuer kommt, kann ich ihn da irgendwie reinboosten. Aber das macht er momentan nicht. Er spielt noch nicht mal ein Spiel. Okay, es ist auf der Seite. Halbes Herz falsch bekommen, nice. Hat sich auf jeden Fall in Grenzen gehalten. Oder dann töten wir den gleich mal. Oh, dann haben wir ihn auch. Korrekt, Leute. Korrekt, würde ich sagen. Relativ, relativ easy haben wir den getötet. Ohne, dass es jetzt arrogant klingen soll. Aber das war auf jeden Fall fresh. Okay, jetzt komme ich wieder einen Shader rein. So, das war jetzt nur mal eben für den Kampf hier. Oh, hinter mir. Ist ja ein Kollege. Werde ich den natürlich auch nochmal töten. Obwohl... der hat jetzt nicht so geile Sachen, dass ich das Equip von dem bräuchte. Deswegen, ja, lass ich den jetzt am Leben. So. Ich glaube, ich gehe nach da oben zum Verzaubern. Entfernung ist ja auch nicht so groß. Und da kann ich definitiv in Ruhe verzaubern. Verzauber ich meine Chestplate, meine Hose, meinen Helm. Mein Schwert und mein Bogen. Das
das ist der Plan, Leute. Und hier, das mit dem Angeln. Momentan ist mein Problem immer. Also normalerweise angelt man, wirft man die Angel aus, scrollt dann auf Schwert, Angel auswerfen, auf Schwert scrollen. Und manchmal mache ich das dann einfach. Okay, gerade läuft. Ich muss mich schon auf jeden Fall deutlich mehr konzentrieren. Das ist nicht so ganz so der Automatismus, der ja dabei bei mir letztlich sonst immer ist. Oh, eine Heal Potion, auch nochmal. Eine fresche Angelegenheit. Die tausche ich mal schnell aus. Haben wir eine Heile sogar noch. Und Schärfe bekommen. Stärke bekommen. Ich wechsle das jetzt nach und nach durch, damit. Da war ein Name. Hab es nur Haltbarkeit bekommen. Ist jetzt nicht so gut. Schutz, das ist sehr gut. So, ich glaube, da war ein Name, den ich da gesehen habe. Und darauf Schutz, sehr nice. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich kann auch einfach mal nach Kompass laufen. Upsala, da kurzer Leck. Bis jetzt läuft die Runde, würde ich sagen. Einfach mal. Haben, denke ich mal, ganz gute Chancen. Auf jedensten. So. Dann gucken wir mal. Wie gesagt, also das läuft noch nicht ganz so geschmeidig, aber es wird langsam. Oh, die. Lol, von hinten kommt dann noch so ein kleiner Knilch. Nice. Oha. So. So, ja, dann nehme ich den Kuchen da erstmal raus aus dem Haufen. Alter, Leute, was ist das für ein heftiges Equip? Dia-Schwert, aber ich habe eh kein Level mehr. So, ist da noch was? Nee, so leicht ist das nicht. Der möchte mein Equip haben. Okay, lebt noch zwei Leute leben, okay. Der dürfte aber auch richtig hammerhart kassiert haben. Okay. Ich hoffe mal, dass ich. Ach, scheiße. Okay. Ah, jetzt hält sich der andere raus natürlich komplett. Den hatte ich eigentlich schon. Den hatte ich eigentlich schon. Ich glaube, ich nehme den Shader raus fürs Deathmatch. Den Shader nehme ich raus fürs Deathmatch. Denn der macht die ganze Angelegenheit nicht leichter. So, der andere spielt gar nicht mit. Was war das denn für ein Premium-Schuss? Leider habe ich meine kompletten Heal-Potions verballert. Ist natürlich ein bisschen dumm gewesen. Hat er mir gerade Frieden angezeigt? Aber die anderen beiden greifen sich überhaupt nicht an. Das ist ein bisschen. Bisschen scheiße. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich muss mir das auch nicht geben unbedingt. Ich kann genauso sagen, ich spiele nicht mit. Und kletter auf das Zelt drauf. Und warte ab, was passiert. Und jetzt macht er das, was ich sehen wollte. Okay.
da was drin, was ich brauche? Nö. Oh, immer diese Feuerscheiße hier. Okay. Jo, haben wir gewonnen. GG. Not GG. Okay, yep. Wahrscheinlich. Egal, man muss eh bei jeder Runde, die man verliert, eh einen Kommentar, ein negatives Kommentar da lassen. Ist auch egal. Ich fühle mich super über eine positive Wertung freuen, gerade nach dem gestrigen Tag. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute, und tschüss.